Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von A Plague Tale. Innozent mit mir, Demian, und jetzt spiele ich hier weiter. Hey, sei leise. Die Schweine haben eine Schleuder. Die brauchst du nicht. Die Wache. Arthur wird sich um sie kümmern. Was? Wie? Er lenkt sie ab. Wir müssen ihm nur sagen, wann und wo. Also halt die Augen offen. Die Flaschen da? Nein, dann versperrt er uns den Weg. Oh, der Karren. Ja, das wird gehen. Mach dich bereit. Wofür? Komm mit. Er ist also dein Bruder. Geräusch, oder? Na los. Wissen wir, wie viele Tote es auf unserer Seite gab? Schwer zu sagen. Sicher Tausende. Aber wegen der Ratten kann man nur schätzen. Ilko ist allein mit diesen Mördern. Sie werden ihm nichts tun. Du verstehst das nicht. Wenn er Angst bekommt, du musst geduldig sein. Wir müssen den Weg freiräumen. Die Ratten sind auch über die Valois-Dörfer hergefallen. Tausende sollen an den Bissen oder der Infektion gestorben sein. Das war's mit den Speeren. Ja, gut. Mach dich bereit. Und das ist erst der Anfang. Wir haben andere Probleme als diesen Krieg. Gut gemacht, Arthur. Dann los. Auf die Flaschen auf. Was ist denn das? Na, rein gar nichts. Störfriede! Schnell sie! Vorsicht! Sie sind gefährlich. Was ist das? Bleib unten. Ist gut. Kommt, Männer, zurück an die Arbeit. Die überleben keine zwei Tage. Los. Sieht mich denn da die ganze Zeit? Was für ein großartiger Sieg, verdammt! Ich sag's dir, Guyen gehört endlich wieder zu England! Ach ja? Der Topf! Ja, gut gesehen! Du brauchst doch nur eine Fackel, um sie zu vertreiben. Ganz einfach. Jetzt nach links! Sei vorsichtig, du kennst die Befehle. Da bringt so eine hohe Belohnung. Kinder von Valois, der Sohn und die Tochter von nichts. Ritter Robert ja, de Roon. Verstanden. Der Ritter vom Baum. Seine Kampfkünste aus der Zeit des Krieges sind legendär. Aber er steht nicht mehr im Dienst von König Philipp. Das Interesse an den Kindern ist irgendwie seltsam. Warum befragt ihr die Schwester nicht? Sie ist sicher wach. Oh nein, keine Sorge. Das musste ja passieren. Gut gemacht. Dann weiter. Ich komme schon. Leise. Melly, nicht da lang. Da sind zu viele von ihnen. Bald haben wir weder Brot noch Wein. Thank you.
Immer dasselbe, wenn wir eine Schlacht. Du bist verrückt. Haben. Was denn? Die wir haben es doch geschafft, oder nicht? Gerade so. Gut, ich wollte es noch mal probieren, ob ich im Ducken ein bisschen schneller laufen kann. Mein Bruder sieht ganz so aus. Schnell. Bald bist du weit, weit weg von hier. Amicia, wo ist sie? Deine Schwester. Die behalten wir vor uns. Miese Dreckskerl, beruhige dich. Nein, nein, bitte nicht. Freu dich einfach, dass du noch lebst. Die meisten hier gehen vor die Hunde. Was soll das heißen, die Kleine? Sag schon, raus damit. Die Kleine ist entkommen. Ihr Käfig steht offen. Alle suchen nach ihr. Scheiße. Verteilt euch. Achtet auf die Türen und bleibt wachsam. So ein Käfig öffnet sie nicht von allein. Da stecken sicher die Valois dahinter. Das ist unsere Chance. Hugo, ich bin hier. Amicia. Alles in Ordnung? Bist du verletzt? Nein, hol mich bitte hier raus. Wir müssen den Käfig runterholen. Gut, Hugo. Hatten Sie meine Schleuder dabei, als Sie dich hier eingesperrt haben? Ja, Sie haben sie in die Tour da gesteckt. Gut. Melly, übernimmst du? Endlich. Jetzt, Hugo. Ich muss den Käfig herunterbekommen. Scheiße, das darf doch nicht wahr sein. Wir sind erledigt. Zum Glück sind sie beschäftigt. Melly, das Schloss. Kinderspiel. Sie sagten, dass mich jemand holen würde. Schon gut, Hugo. Wir befreien dich. Amicia! Oh. Sie sagten, sie würden mich wegbringen und dass ich dich nie wiedersehe. Wie du siehst, stimmt das nicht. Ich bin hier. Wir bleiben zusammen, ja? Ja, natürlich. Und Melly kommt auch mit. Sie ist hier, um uns zu helfen. Sie ist die Diebin. Und es tut ihr leid, dass sie uns verpfiffen hat. Nicht wahr, Melly? Ja, ich bin ein böses Mädchen. Zufrieden? Können wir jetzt gehen? Nimm meine Hand, Hugo. Lass uns gehen. Ja, am anderen Ende des Lagers gibt es einen Ausgang. Wenn du mit dieser Schleuder umgehen kannst, solltest du vorangehen. Mhm. Die Zelte! Durchsuch die Zelte! Wo müssen wir denn jetzt hin? Ich sehe nichts. Na los, sie kann doch nicht einfach weg sein. Thank you.
Ich zahle Lösegeld für die Derun-Kinder und muss sie eigenhändig fangen. Diese Plantagenets sind nutzlos. Er hat meine Eltern getötet. Er wird uns umbringen. Melly, lauf! Amicia, dräng sie zurück! Oh, Was zum Teufel hat sie getan? Wie soll ich das denn überleben? Wo soll ich hin? Amicia, dräng sie zurück! Sie kommen! Die Inquisition? Was zum Teufel hat sie getan? Gar nichts! Wir haben nichts getan! Sie wollen wir wohnen! Hier geht's raus! Schnell! Weiterlaufen, Hugo! Folge Melly! Amicia! Die kriegen dich hör nicht! Auf, schnell, Amicia! Gib uns Hugo! Ich komme ja! Sie kommen hoch! Uns läuft die Zeit davon! Schnell! Verschlossen! Scheiße! Alles klar! Weiter! Hörst du das? Was zum Teufel ist das? Links, ein Bogenschütze! Jetzt sag nicht, runter. Die Franzosen schlagen zurück! Keine Ahnung, aber das gefällt mir nicht. Ich sehe oben mal nach. Sei vorsichtig! Ich hab das gehört. Mal nachsehen. Ruf einfach, wenn du Hilfe brauchst. Meine Güte. Verschlossen. Scheiße. Alles klar. Weiter. Was zum Teufel ist das? Links, ein Bogenschütze. Der war doch drauf, ey. Verschlossen. Scheiße. Alles klar. Weiter. Links ein Bogenschütze. Runter. Schlag zurück. Alles klar. Weiter. Die Luke da, das könnte unser Weg nach draußen sein. Da ist eine Kette. Melly! Komm schon, komm schon. Brech die Tür auf. Vorwärts! Sie haben die Tür geöffnet, sie sind hier. Ich kümmere mich um sie. Da draußen könnt ihr euch nirgendwo. Amicia, komm schnell! Weißt du, wo wir hin müssen? Erstmal müssen wir uns verstecken. Arthur und ich wissen wo. Und Lukas? Er wartet beim Chateau. Alles zu seiner Zeit. Wir sehen Lukas wieder. Das hoffe ich. Ich mag Lukas. Er ist nett. Spar dir deinen Atem, Hugo. Das ist der Weg. Wir müssen weiter. Noch sind wir nicht in Sicherheit. Dann würde ich jetzt erstmal sagen, vielen Dank fürs Zusehen, bis nächstes Mal. Ciao.